Der Caporale stößt dich. Er sieht Tomaten auf dem Boden und schreit, sammel sie ein. Wenn nur etwas liegen bleibt, wird er wütend, schubst und ohrfeigt dich. Er tut dir weh. Er respektiert dich nicht, und das ist Sklaverei. Sklaverei, nicht einfach nur Ausbeutung. Ausbeutung, das bedeutet schlechte Bezahlung. Aber wenn sie dich stoßen, du in brennender Sonne arbeitest, nichts sagen kannst, keine Papiere hast, in Ghettos schläfst, dann ist das Sklaverei. Die moderne Sklaverei braucht keine Ketten. Das, was hier passiert, das ist Sklaverei. Ivan Sanier nennt sie Sklaven. Die mehr als 400.000 Erntearbeiter aus Afrika und Osteuropa auf Italiens Feldern. Einst war der Mann aus Kamerun einer von ihnen. Heute kämpft er für ihre Rechte und gegen ein mafiöses System aus Dumpingpreisen, Machtmissbrauch und Ausbeutung. Sanier will die Profiteure hinter Gitter bringen und die menschenunwürdigen Lebensbedingungen der Erntearbeiter beenden. Das ist eine typische Behausung für Migranten. Sie nutzen den Kamin für alles Mögliche, da es keinen Strom gibt, kein Licht, kein fließendes Wasser, einfach gar nichts. Aber sie wissen sich zu helfen, nutzen den Kamin zum Heizen und Kochen. Das hier als Tisch. Hier steht noch Öl, hier die Teller, von denen sie essen. Sehen Sie, hier, 8 Matratzen. Hier können 40 Personen schlafen. Sehen Sie das? In so einem Raum bringen Sie 40 Menschen unter. Von der Decke kann Putz auf die Schlafenden fallen. Es ist viel zu kalt hier. Es gibt keine Fenster. Die Öffnungen schließen sie mit Blech. Fast alles, was sie zum Überleben brauchen, müssen die Migranten bei kriminellen Arbeitsvermittlern, den sogenannten Caporale, kaufen. Häufig kommen sie aus denselben Ländern wie die Arbeiter. Für eine verrottete Matratze verlangen sie 10 Euro. In dem gelben Haus da hinten leben Italiener. Keine Ausländer, Italiener. Aber sie machen gemeinsame Sache mit den Caporale. Das ist das einzige Haus in der Gegend, das fließend Wasser und Strom hat. Da müssen die Leute, die hier wohnen, hin, um etwa ihre Handys aufzuladen. Denn hier gibt es ja nichts. Da hinten nehmen sie 50 Cent fürs Handy aufladen. Und fürs Waschen nehmen sie 1 Euro oder 1,50. Es treibt mir die Tränen in die Augen. Ich empfinde Ekel und Abscheu, wenn ich sehe, dass Menschen im 21. Jahrhundert in Italien unter solchen Umständen leben müssen. Es ist widerwärtig, ekelerregend. Und alle Welt weiß es. Jeder weiß Bescheid, aber es ist allen egal, weil es Migranten sind. Migranten werden wie Tiere behandelt. Sie sollen arbeiten und das Geschäft von Landwirten und Politikern am Laufen halten. Als Menschen nimmt sie niemand wahr. Das ist Italien. Willkommen in Italien. Die Menschen, die hier wohnen, werden von den Männern, die wir Caporale nennen, vollkommen kontrolliert.
Die Kaporale sind wie eine Art Mafia organisiert. Wenn die Landwirte Arbeitskräfte für die Felder brauchen, rufen sie die Kaporale an. Und die missbrauchen diese Machtstellung, um die Migranten auszubeuten und sie zu kontrollieren. Das können sie, weil sie Seite an Seite mit ihnen in den Ghettos leben. Die Regionen Apulien und Basilicata im tiefen Süden Italiens gelten als die Gemüsekammern des Landes. Allein in Apulien werden gut 30% der italienischen Tomatenernte eingefahren. In diesen oft einsamen Gegenden um die Felder herum liegen auch die großen Ghettos. Ganze Elendstädte sind hier entstanden. Wenn wir da rein wollen, müssen wir eine versteckte Kamera benutzen. Nehmt eure große Kamera jetzt runter. Runter mit der Kamera. Die Kaporale mögen keine Kameras. Man könnte dann ja ihre illegalen Machenschaften sehen. Und die Migranten möchten aus Scham nicht, dass man sieht, wie sie in den Ghettos hausen. Sie schämen sich, gefilmt zu werden. Sie schämen sich, dass man sie so vielleicht in ihrer Heimat sieht. Denn immer wenn sie mit ihren Eltern oder Freunden in Afrika sprechen, erzählen sie denen eine ganz andere Geschichte. Dass sie Anwälte sind oder in einem Büro arbeiten. Sie schwindeln ganz einfach, weil sie sich dafür schämen, zuzugeben, wie ihr Leben in Wahrheit aussieht. Mehr als 3000 Menschen leben hier während der Erntezeit. Die meisten stammen aus Afrika. Es sind all die Menschen, die seit Jahrzehnten an Italiens Küsten anlanden. All die Migranten, mit denen Europa Italien seit Jahren alleine lässt. Einige haben Papiere, andere sind illegal hier. Italiens Regierung schaut weg, denn ohne die Billigarbeiter würden die Ernten oft auf den Feldern verrotten. Überall liegt Abfall rum. Das zieht Mücken und Fliegen an und es stinkt. Es gibt in diesen Ghettos keine Müllabfuhr, kein Gesetz. Hier, wo das Recht des Stärkeren gilt, ist jeder Weg für Ivan gefährlich. Von hier, vermutet er, kommen die Morddrohungen. Die Kaporale, die hier leben, wissen, dass er ihr hartnäckigster Gegner ist. Seit Jahren sammelt Ivan in Camps wie diesem Beweise für ihre illegalen Machenschaften. Er sucht Augenzeugen, identifiziert Täter. Daher kennt er auch viele Bewohner und ihre Geschichten. Etwa die von diesem Mann aus dem Sudan. Er ist vor etwa 20 Jahren nach Italien geflüchtet. Sein Traum von einem besseren Leben endete in einem Verschlag, in dem er gebrauchte Kleidung verkauft. Seine Kundschaft? Flüchtlinge aus der halben Welt. Ich komme aus Pakistan. Pakistan? Woher genau? Ich bin aus Lahore. Vor dem Verschlag kommt plötzlich ein Mann auf Ivan zu. Ivan erkennt ihn als Kaporale. Er überspielt seine Nervosität, drängt dann aber zum schnellen Aufbruch. Wir wollen, dass endlich Schluss ist mit diesen Ghettos. Wir fordern Strukturen, Wasser, Licht, Küche, menschenwürdige Schlafplätze. Und es ist mein Traum, all das mit No Cap zu erreichen. Rom. Im Stadtzentrum, nahe des Vatikans, lebt und arbeitet Ivan Sanier. Hier in seiner Wohnung gründet er vor 14 Monaten No Cap, ein Zertifizierungssystem für ethisch korrekt produzierte Lebensmittel.
NOCAP basiert auf Artikel 4 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dieser Artikel besagt, niemand darf in Sklaverei gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel sind in all ihren Formen verboten. L'esclavage est interdit sous toutes ses formes. NOCAP ist eine Organisation, die Nein zum Caporalato-System sagt. Und zwar mittels eines Etikettensystems. Diese Etiketten kleben wir auf die Produkte all derer Landwirte, die ihre Arbeiter nicht ausbeuten. Wir werden kontrollieren, ob die Rechte der Erntearbeiter gewahrt bleiben. Und wir haben bereits eine Partnerschaft mit einer Vereinigung kleinerer Landwirte geschlossen, die sich Altra Agricultura nennt. Das sind etwa 60.000 Produzenten. Wir fangen also mit einer komfortablen, kleinen Basis an. Donc nous commençons à avoir une bonne petite base. Für sein Engagement für die Menschenrechte. Dafür, dass Ivan es wagt, die mafiösen Strukturen in der Landwirtschaft offenzulegen und anzuklagen, schlägt Italiens Präsident Sergio Mattarella Ivan 2017 zum Cavaliere, zum Ritter. Das war ein großartiger Moment in meinem Leben. Ein einzigartiger Moment, denn ich habe die Auszeichnung eines Landes erhalten, dessen Staatsbürgerschaft ich nicht habe. Ich bin kein Italiener, ich bin im Moment noch Kameruner. Und einen Preis aus Italien zu erhalten, bereitet mir wirklich sehr große Freude. Quanto bello il mondo. 2017 wird Ivan Vater. Ein glückliches Jahr. Doch es wird überschattet von Morddrohungen. Seine Gegner wissen, dass Ivan bereit ist, sie bis vor das oberste Gericht zu zerren. Bei Veronika, seiner Frau, sitzt die Angst vor den Konsequenzen tief. Die Drohungen sind leider ein Zeichen dafür, wie gut er seine Arbeit macht, wie sehr er die Interessen der großen Player stört. Uns als Familie beunruhigt das natürlich sehr. Gerade wenn er wieder an die Orte fährt, aus denen die Drohungen kommen. Wir beten für ihn, beten dafür, dass er seine Ziele ohne Schaden erreicht. Ivan hat gezeigt, dass er sehr mutig und starkköpfig ist. Und er hat uns gezeigt, dass Veränderungen möglich sind, langsam, durch harte Arbeit und die Opfer, die er bringt. Ich unterstütze ihn in diesem Kampf, den er täglich führt. Eigentlich ist Ivan aber gar nicht zum Kämpfen, sondern 2007 zum Studieren nach Italien gekommen. In das Land, das er seit seiner Jugend bewundert. Alles läuft gut, bis er durch eine Prüfung fällt und sein Stipendium an der Uni in Turin verliert. Seine verzweifelte Suche nach Arbeit führt ihn nach Nardo. In den Süden zur Tomatenernte. Am 10. Juli 2011 kommt Ivan Zanier an diesem Bahnhof an. Was ihm dann widerfährt, verändert sein Leben für immer. Heute, 7 Jahre später, kehrt der 33-Jährige zurück. Auf das Gelände am Stadtrand, auf dem damals knapp 1.000 Arbeiter aus Afrika in Zelten, unter Plastikplanen oder freiem Himmel hausten. Es war unfassbar dreckig und heiß hier. Und ich habe zum lieben Gott gesagt, wo bin ich hier gelandet? Wo ende ich? Ich, der aus einem völlig anderen Umfeld aus Turin kam. In Turin habe ich in einem ordentlichen Haus, einem Studentenwohnheim gelebt. Mit Toilette, Einzelzimmer, einem Bett. Und plötzlich finde ich mich in einer Umgebung wieder, wo ich auf der Matratze auf dem Boden unter freiem Himmel schlafe.
Als er über das Grundstück läuft, entdeckt Ivan, dass auch heute wieder Erntearbeiter hier leben. Es sind nur wenige. Aber es geht ihnen kaum besser, als es ihm damals ging. Drei Tage nach meiner Ankunft habe ich einen Caporale getroffen, der sich Meki nannte. Er kam aus dem Sudan, ein großer, kräftiger Kerl. Vier Tage lang geht Ivan unter Mekis brutaler Kontrolle auf die Felder. Für eine 350 Kilo Kiste Tomaten bekommt er 3,50 Euro. Vier schafft er unter Schmerzen am ersten Tag. Das macht 14 Euro. 10 davon muss er an Meki zahlen. Für Transport, Essen und Wasser. Nach einem 14-Stunden-Tag in der Hitze und unter Schlägen bleiben ihm 4 Euro. So war's. Und wenn du erst krank geworden bist, ich erinnere mich an einen Kameraden, er ist einfach umgefallen. Die Sonne, zu viel Sonne. Er fiel einfach um. Verdammt, das war hart. Er litt. Also, als er zusammengesackt war, ja, hallo. Brauchst du etwas Zeit? Nein, es geht schon wieder. Als er gefallen ist, bin ich hingegangen und habe gefragt, was los ist. Er sagte, ich habe Wasser geholt und es über ihn geträufelt. Und ich habe dem Caporale gesagt, er muss ins Krankenhaus. Da war aber keines in der Nähe. Das nächste Krankenhaus war weit weg. Und der Caporale hat geantwortet, lass ihn da. Wenn ich ihn ins Krankenhaus bringen soll, verlange ich 50 Euro für den Transport. Und das hat nichts mehr mit Ausbeutung zu tun. Das ist Sklaverei. Der Mann überlebt den Zusammenbruch auf dem Feld nur knapp. Ich habe 5 Tage gearbeitet. Und am 5. Tag haben wir gesagt, es reicht. Wir sind wütend. Genug ist genug. Wir wollen Verträge, wollen, dass unsere Rechte anerkannt werden. Wir sind es leid, wie Sklaven behandelt zu werden. Ivan ruft zum Streik auf, dem ersten unter Erntehelfern. Die Männer aus dem Ghetto folgen ihm. Der lokale Sender Telerama berichtet. Morddrohungen lassen Ivan dann fliehen. Seine Wut lässt ihn wieder zurückkehren. Als die Ernte nach 3 Monaten zu verfaulen droht, beugen sich die Bauern dem Druck, bieten mehr Geld und Arbeitsverträge. Die Regierung in Rom erlässt ein Gesetz gegen das brutale Caporalato-System. Es ist Ivan, der kurz darauf den ersten Prozess gegen Landwirte und Caporale vorantreibt. Das finale Urteil steht noch immer aus. Der Kampf für die Menschenrechte ist zu Ivans Lebensinhalt geworden. Und er kämpft heute an vielen Fronten. In Produktionshallen, auf den Feldern, vor Gericht und zunehmend auch an Verhandlungstischen. Hier in Basilicata
trifft er einige Landwirte. Denn er braucht sie als Partner, die direkten Arbeitgeber der Erntehelfer. Arrangiert hat das Treffen Ivans wichtigster Verbündeter, der Gewerkschaftsführer Gianni Fabris. Die Obst- und Gemüseproduktion in Italien steht am Abgrund. Es findet ein Preisdumping für unsere Produkte statt. Die Händler sagen zu den Landwirten, ich zahle dir für deine Pfirsiche das gleiche wie für die aus Marokko oder der Türkei. Die sind viel billiger als deine. Wenn du verkaufen willst, ist das der Preis. So sieht die Realität aus. Das System wird von den großen Konzernen der Nahrungsmittelindustrie am Leben gehalten. Sie drücken die Preise ins Bodenlose und lassen den Landwirten somit keinerlei Handlungsspielraum. Diese müssen dann zwangsläufig ihre Arbeiter ausbeuten. Mit Landwirten und Gewerkschaftern versucht Ivan, einen besseren Weg zu finden. Wir müssen das Bewusstsein schärfen, müssen den Konsumenten um mehr soziale Verantwortung bitten. Der Konsument muss wissen, dass hinter dem Kilo Tomaten, das er kauft, Arbeit steckt. Arbeit, bei der Menschen ausgebeutet werden, oder eben Arbeit, die ethisch korrekt ist. Wenn dieses Umdenken nicht stattfindet, dann sind wir tot. Einige Tage später erhält Ivan eine Nachricht, die ihm Mut macht. Eine italienische Supermarktkette bietet ihm den ersten Deal an. Man sagt ihm zu, in einer ersten Charge Noka-Produkte im Wert von bis zu 1 Million Euro ins Sortiment zu nehmen. Ein großer Anreiz für alle, die mit Ivan arbeiten wollen. Wie die Arbeit im NoCap-System aussieht, zeigt Ivan in dem Städtchen Grassano. Hier holt ein Landwirt seine Arbeiter selbst ab und überlässt den Transport nicht den kriminellen Arbeitsvermittlern. C'est ça qui fait la force des caporales. Die Wagen machen die Macht der Kaporale aus. Damit bringen sie die Arbeiter auf die Felder. Es gibt ja keine öffentlichen Verkehrsmittel. Darum kümmern sich dann die Kapos und missbrauchen diese Situation. Bis zu 30 Personen zwängen die Kaporale in einen Wagen, der maximal für 8 zugelassen ist. Ich kann Ihnen versichern, dass eine Reise mit diesen überfüllten Transportern schrecklich ist. Die meisten haben keine Scheiben, weil die Kaporale nicht wollen, dass die Polizei sieht, dass da bis zu 30 Personen transportiert werden. Da drin ist fast keine Luft mehr. Und jedes Jahr gibt es Tote. Im August verunglücken innerhalb weniger Tage 2 völlig überfüllte Kleintransporter. 15 Arbeiter aus Afrika kommen ums Leben. Ich werde alles anders machen. Diese Jungs sind Arbeiter, die mit einem normalen Fahrzeug hierher gekommen sind. Sie mussten für den Transport nichts zahlen. Ihre Kleidung ist, wie Sie sehen, weiß. Das ist Arbeitskleidung. Es gibt auch Schutzmasken und Handschuhe. Das schützt ihre Hände. Wir kümmern uns um die Sicherheit am Arbeitsplatz. Bevor jemand hier mit der Arbeit beginnt, bekommt er einen Arbeitsvertrag. Und das Gehalt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Es sind die letzten Tomaten der Saison, die auf diesem Feld gepflückt werden. Einer der Arbeiter, Thomas aus Ghana, willigt in ein kurzes Gespräch ein. Wir haben normalerweise keine Arbeitsverträge. Denn in Europa und Italien brauchst du Genehmigungen und Verträge, um richtige Arbeit zu finden. Also sitzen wir oft nur in den Ghettos. Ihr denkt, wir sind schlechte Menschen oder gar keine menschlichen Wesen. Aber wir sind Menschen mit einer anderen Hautfarbe. In uns allen fließt Blut. Wir sind alle eins.
Wir sind alle Menschen. Das sieht der Mann, auf dessen Feldern Thomas und die anderen hier arbeiten, genauso. Giuseppe Vignolas Familie baut seit 30 Jahren Biogemüse an. Ragazzi, pflückt nur die roten Tomaten. Nur die roten. Vignolas Arbeiter haben Verträge. Denn er versucht, genau wie eine wachsende Zahl von Landwirten, aus dem System auszubrechen, das sie durch den extremen Preisdruck selbst zu Tätern macht. Das Caporalato-System ist für mich der schlimmste Fehler, den man machen kann, da man Arbeitskraft einspannt, die man grundsätzlich ausbeutet. Die Ernte der Tomaten ist sehr anstrengend. Deswegen muss man dieser Arbeitskraft den angemessenen Wert zuerkennen. Auch deshalb ist es wichtig, Verträge zu schließen und die Arbeiter zu schützen. Wir bezahlen für die Tomatenernte pro Stunde 5 Euro Reingewinn plus Beiträge. Das ist doppelt so viel wie im Caporalato-System. In der Tomatenernte muss das ganze System grundlegend verändert werden. Der Kampf gegen diese Preise ist extrem hart und die Schwierigkeiten groß. Wie die Lösung aussehen könnte, hat ein italienischer Gewerkschafter vorgerechnet. Wenn die großen Handelsketten den Landwirten nur 2 Cent pro Kilo Tomaten mehr bezahlen würden, hätten sie 235 Millionen Euro Mehreinnahmen. Damit könnten sie menschenwürdige Unterkünfte und Arbeitsbedingungen für die Erntearbeiter schaffen. Und das Problem mit den Caporale würde sich von selbst erledigen. Ende Oktober im süditalienischen Lecce. 5 Jahre zieht sich Ivans Prozess gegen Caporale und Landwirte nun schon. Hier hat er seinen größten Triumph erzielt. Eine Verurteilung der Ausbeuter in erster Instanz. Das Gericht könnte nun jedoch auch Schauplatz seiner dramatischsten Niederlage werden. Heute beginnt das Berufungsverfahren. Im ersten Prozess wurden 9 Caporale zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie wurden wegen Sklaverei schuldig gesprochen. 9 Caporale und 3 italienische Bauern sind verurteilt worden. Am Anfang waren wir ungefähr 50 Leute, die bei der Polizei gegen die Männer, die uns ausgebeutet haben, ausgesagt haben. Wir haben alle Namen genannt. Heute im Prozess sind es nur noch 8, die den Mut haben, eine Aussage zu machen. Ich bin der Hauptzeuge im Prozess. Seine Gegner, die hier auf der Anklagebank sitzen, wehren sich mit allen Mitteln. Vor allem die Landwirte ziehen mit einem Heer teurer Anwälte zu Felde. Ivan hält dagegen. All diese Männer haben Arbeiter ausgebeutet. Ich selbst bin eines ihrer Opfer und bleibe bei meiner Aussage. Wenn am Ende des Revisionsverfahrens der Schuldspruch bestätigt würde, wäre das ein außergewöhnlicher Erfolg für Ivan Sanier. Wenn auch erst einmal nur ein symbolischer. Dieser Prozess hat an den Arbeitsbedingungen der Erntehelfer auf den Feldern nichts verändert. Natürlich gibt es noch überall in Italien das Caporalato-System und auch die schlechten Lebensbedingungen der Menschen in den Ghettos. Ohne Wasser, ohne Licht gibt es nach wie vor. Mir war immer klar, dass dieser Prozess das nicht alles auf einmal ändern wird. Trotzdem hält Ivan Sanier den Prozess für einen Meilenstein. Es lohnt sich zu kämpfen. Wir leben in einer Welt, in der man für seine Rechte kämpfen muss. Denn wenn du nicht kämpfst, wird sich nie etwas ändern. Nur wenn du kämpfst, bewegt sich etwas. Wir sind bereit.